Hallo und willkommen bei Kurzgeschichte, den Videos, in denen es immer ganz kurz um Geschichte geht. Es geht um die Inquisition und das klingt schon nach Verfolgung, Folter, Mord. Na dann. Das Christentum hatte seit jeher einen gewissen Exklusivitätsanspruch. Das heißt, schon im 3. Jahrhundert gab es Verfolgungen und Verurteilungen von Andersgläubigen. So richtige Verfolgungen und Vertreibungen gibt es etwa so seit 1000 Jahren in Zentraleuropa. Aber das alles ist noch keine Inquisition im eigentlichen Sinne. Die Inquisition, die Geschichte davon, fängt so im 12. Jahrhundert an, vor allem mit den Katharern in Südfrankreich. Im 12. Jahrhundert kommen neue Laienbewegungen auf, gerade die Katharer, die Waldenser. Das sind christliche Gruppen, die einfach sagen, wir wollen mit dem Glauben der römisch-katholischen Kirche nicht mehr so viel zu tun haben. Wir haben andere Ideen, die benutzen trotzdem die Bibel, die legen das Gewicht mehr auf andere Punkte, weichen in ein paar Stellen ab und das passt natürlich der Kirche in Rom so überhaupt nicht. Das Ganze wird zu einem Massenproblem und muss irgendwie bekämpft werden. Aus diesem Grund ruft Alexander III. 1179 zum Kampf gegen die Katharer auf. Sein Nachfolger weitet das noch auf die Waldenser und andere Gruppen auf, aus die als Heretiker und Ketzer verurteilt werden sollen. Anfang des 13. Jahrhunderts entwickelt sich so das Inquisitionsverfahren, das Ketzer und Heretiker wieder auf den richtigen Weg bringen soll. Tatsächliche Todesurteile oder Kerkerhaft kann die geistliche Gerichtsbarkeit nicht aussprechen. Dafür braucht es immer den sogenannten weltlichen Arm. Das heißt, auch der König oder der Herrscher dieses Landes, in dem die Inquisition stattfand, musste da mitspielen und die Urteile annehmen. Die Inquisition im Mittelalter ist keine Institution, die da europaweit agiert und da irgendwie die Fäden in Rom zusammenlaufen, sondern das sind immer regional und zeitlich unabhängige kleine Gerichte, die da stattfinden. Und entsprechend sind auch die Gegner und die Herangehensweisen unterschiedlich. Das sind in Deutschland und in Österreich der Kampf gegen die Waldenser. Und da gibt es einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten Gerichte, die diese Verfolgung aufnehmen. In Frankreich ist das, wie gesagt, der Kampf gegen die Katharer. Das ist vor allem in Südfrankreich, in Okzitanien. Und da greifen die Dominikaner vor allem ein und bauen da ein System auf, das sehr feinmaschig ist. Also da werden Spähtrupps in alle Dörfer geschickt. Jeder Erwachsene wird registriert, geprüft, ist der Teil dieser heretischen Gruppe und wird entsprechend verurteilt, wenn das so ist. Wie sah diese Verurteilung aus? Das waren wirkliche Gerichte, wo der Inquisitor und entsprechende Gruppen an Schreibern und Gerichtshelfer zusammenkamen und Zeugenaussagen gegeneinander geprüft haben. Es ging, wie gesagt, darum, die Leute wieder auf den richtigen Weg zu bringen und auch die Urteile, die häufig gesprochen wurden, waren vor allem zur Buße. Man wollte natürlich den Besitz einziehen, um ihn unter anderem an die Armen zu spenden. Aber es ging tatsächlich nicht darum, die Leute auszurotten, sondern es ging darum, die Leute wieder zur katholischen Kirche zurückzuholen. Entsprechend war auch der Einsatz von Folter nicht unbedingt die Regel. Oft blieb es beim normalen Gespräch und auch das wieder zeitlich und regional unterschiedlich, wurde dann auch die Folter wie in der weltlichen Gerichtsbarkeit eben auch eingesetzt. Wie oft genau es zu Todesurteilen kam, ist dabei eben schwierig nachzuweisen. Oft fehlen uns die genauen Daten. Wie gesagt, es ist regional und zeitlich unterschiedlich. Aber wenn wir das mal so über den Daumen peilen, dann sind das nur 1 oder 2% von schweren Fällen, wo Todesurteile gesprochen werden. Ich betone das deswegen so, weil man gerne von Inquisition immer gleich auf Folter und Todesstrafe schließt. Und das ist einfach im Mittelalter so nicht die Regel. Ende der Wende zur Neuzeit kommt mit der Reformation ganz neue Probleme auf die römisch-katholische Kirche zu. Probleme, die in dem Ausmaß auch mit Inquisition und anderen Instrumenten nicht mehr in den Griff zu bekommen sind.
Anfangs versucht man noch, da Inquisitionsurteile gegen Protestanten, Reformierte zu sprechen, aber das funktioniert nur sehr begrenzt. Gerade die römische Inquisition versucht in Norditalien nochmal diese Bewegung aus dem Reich zurückzudrängen, aber muss sich da eher auf Verhandlungen einstellen. Gleichzeitig wandelt sich die Inquisition in Spanien und Portugal zu staatlichen Instrumenten, auf die der Papst so unmittelbar gar keinen Einfluss mehr hat. Dieses Recht nimmt man sich im 15. und 16. Jahrhundert nach und nach heraus, um in Spanien eben selber regulieren zu können und von Seiten der Könige Inquisitoren einsetzen zu können. Gegner dort sind vor allem Konvertiten, also Leute, die aus dem jüdischen oder muslimischen Glauben zum Christentum gewechselt haben, aber denen man so dort noch nicht ganz trauen möchte. In Italien versucht man eben erstmal die Reformierten und Protestanten zurückzudrängen und begnügt sich dann aber vor allem mit Urteilen in Italien und vor allem im Kampf gegen Druckschriften. Also der berühmte Bücherindex entsteht, der vor allem protestantische oder andere heretische Werke auf den Index setzt und damit zu verbotenen Büchern macht. Wird eine große Sache in der frühen Neuzeit. Berühmte Urteile werden gesprochen gegen Giordano Bruno oder natürlich gegen Galileo Galilei. Die Inquisition geht weiter in Spanien bis ins Mitte des 19. Jahrhunderts, in Italien ja bis Anfang des 20. Jahrhunderts, bis das Ganze umgewandelt wird, bis es schließlich zu einer Glaubenskongregation wird und eben diese Inquisitionsverfahren so nicht weiter existieren. Man sucht in der Geschichte gerne den Bezug und auch bei totalitären Staaten im 20. Jahrhundert spricht man deswegen oft von Inquisitionsverfahren, also zum Beispiel in der Sowjetunion gegen Andersdenkende, in China unter Mao Zedong, wo man Verfolgungen, Vertreibungen veranlasst, wo ganze Gruppen eben in Schauprozessen verurteilt werden und da entsprechende Massenurteile gefällt werden. Das passt an manchen Stellen ganz gut und man sagt eben, ja, da greift man auf das zurück, was sich da schon im Mittelalter und in der frühen Neuzeit entwickelt hat. Aber wie gesagt, Inquisition ist nicht immer Blut und Mord und damit schließen wir dieses Kapitel. Ja, ich bin vor einer neuen Wand, ich bin umgezogen, habe einen neuen Raum, in dem ich filmen kann, werde ich vielleicht jetzt auch wieder hoffentlich öfters machen. Ich muss noch schauen, wie ich das mit dem Schall hier mache. Der gefällt mir noch nicht so ganz. Das hört man ja, dass es so ein bisschen einen Hall hat. Da muss man vielleicht noch ein paar Bilder aufhängen hier im Raum. Die Frage, ob ich was zur Inquisition mache, kam von einem Zuschauer. Ihr dürft mir gerne weitere Themen schicken und vielleicht wird dann auch ein Video daraus. Das war Kurzgeschichte für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.